Hallo, ich bin Konrad Rennert, ich bin der Geschäftsführer der Blue Pages GmbH und ich möchte mit diesem Video ein Seminarangebot vorstellen. Medienkompetenz, der Praxisteil für Pädagogen in der Elementarbildung, so soll das Seminar heißen. Pädagogen im Bereich der Elementarbildung, die sollen nach dem Seminar in der Lage sein, eine vorhandene Lern- und Informationsplattform zu nutzen. Diese Lernplattform oder diese Informationsplattform ist im Bereich der Schulen und Hochschulen schon weit verbreitet und sie wird auch vielen jüngeren Pädagogen aus ihrer Ausbildung bekannt sein. Im Seminarangebot geht es nicht um die Theorie, die kann man sich sicherlich leicht aneignen, die hat man wahrscheinlich auch schon. Am Arbeitsplatz und bei den betroffenen Eltern sollen Informationen verfügbar gemacht werden und zwar eben gezielt für alle Personen, die von der Einrichtung und den dort nötigen Informationen betroffen sind. Vielleicht zum Einstieg in das, was ich dann als Seminarbestandteil vortrage, ein kurzes Zitat. Medienkompetenz ist die Fähigkeit, Medien in verschiedener Form und unterschiedlichen Kontexten gebrauchen, analysieren, erstellen und vermitteln zu können. Das ist eine Aussage. Und das Praktische, diese Erkenntnis, die ist schon lange da, dass wie man das mit den modernen Medien macht, die ja letztendlich auch nur ein Werkzeug sind, wie früher Pinsel oder Lupe, ne, so ist das hier eine Erweiterung, was wir da im Internet vorfinden. So haben wir hier die Möglichkeit, das mit ganz neuen Mitteln zu probieren. Es gibt da eine Reihe von Videos, die sehen Sie hier aufgeführt. Die kann man sich anschauen, um sich mit den Begrifflichkeiten vertraut zu machen. Das ist nicht mein Ziel. Das können Sie also im stillen Kämmerlein viel besser, als wenn ich das hier vortrage. Warum dieses Seminar? Papier ist geduldig und das wird irgendwo abgeheftet. So passiert es ja auch mit vielen Informationen, die wir bekommen. Wir haben eine Mappe, da heften wir es ab. Vielleicht erinnern wir uns später, dass wir es abgeheftet haben und schauen nochmal nach. Aber das ist ja in der Regel nicht so einfach möglich. Das Smartphone, das hat man immer dabei. Und das ermöglicht den authentifizierten Benutzern, authentifizierte Benutzer heißt die, die sich da anmelden und auf die Information zugreifen können, und das sind in dem Fall Erzieher, Lehrer und Eltern, die Information abzurufen. Wenn man jetzt an den Kindergarten oder an die Grundschule denkt, dann will man natürlich nicht, dass x-beliebige Personen diese Informationen bekommen, sondern man will das im Prinzip haben wie beim Online-Banking. Ich melde mich an. In diesem Fall nicht mit einer Kontonummer oder mit einer, wie heißt das Ding, NetKey, ne? Nicht mit einem NetKey oder Kontonummer, sondern mit einem eindeutigen Benutzernamen, melde mich an der Einrichtung an, ich authentifiziere mich mit einem Kennwort und dann komme ich auf die Informationen, die für mich gedacht sind. Ob ich jetzt zum Personal gehöre, also Erzieher oder Lehrer bin, oder ob ich Elternbeirat bin oder Elternteil, man darf immer nur an die Informationen, die eben vorgesehen sind, so wie das ja auch früher in Papierform war. Und das kann man mit so einer Lernplattform ganz eindeutig regeln und das ist auch sicher, so wie eben die Daten beim Online-Banking. Wer natürlich sein Kennwort aller Welt bekannt gibt, so wie bei der Bank seine PIN überall verbreitet, der hat natürlich Gefahr, dass da Informationen in falsche Kanäle kommt und das darf nicht sein. Und deshalb werden wir hier auch bei den Vorkenntnissen darauf eingehen, was Datenschutz ist. Das, was da gezeigt wird, das machen wir anhand der am weitesten verbreiteten Lernplattform. Bei Schulen und Hochschulen ist das ja schon so, wird aber auch in Firmen eingesetzt und auch schon in manchen Grundschulen. Und das ist also Gegenstand. Vorkenntnisse sind natürlich erforderlich, weil wer noch nie mit einem Browser gearbeitet hat und weiß nichts von der Office-Software, den Grundfunktionen dazu, der wird es natürlich schwer haben, hier auf so einer Lernplattform zu publizieren. Und das sollen Sie ja auch, wenn Sie Erzieher sind oder vielleicht Elternteil, dann sollte man das schon machen können. Was ist Inhalt? Beim Inhalt geht es darum, wie meldet man sich an? Benutzeroberfläche und Kennwort. Das heißt also, hier sind die Anmeldedaten, die müssen also schon so sein, dass da nicht leicht erraten werden kann. Das müssen wir dann am praktischen Beispiel üben.
Und wir müssen natürlich eben auch hinweisen, was sind da für Gefahren, wenn man das mit dem Datenschutz nicht so ernst nimmt. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Wer also nicht weiß, was mit Daten passieren kann, weder beim Online-Banking noch bei Lernplattformen, der begibt sich eben in großer Gefahr, dass da Missbrauch geschieht. Deshalb ist der Datenschutz auch ganz wichtig. Der muss in einigen Abschnitten thematisiert werden. Die Zugriffsmöglichkeiten müssen verstanden werden. Und das kann man natürlich sehr gut am Profil zeigen. Jeder, der auf dieser Lernplattform dann tätig ist oder Informationsplattform, da hat ein Profil, sowas ist vielen bekannt, vielleicht von diesen sozialen Medien wie Facebook oder WhatsApp, da kann man eben über sich einiges bekannt geben, wenn man möchte. Hier kommen natürlich nicht die ganze Welt dran wie bei Facebook, sondern nur eben die an der Einrichtung Beteiligten, sprich Personal, also Erzieher, die Eltern, die kommen daran und die können dann auch überlegen, was sie in das Profil reinschreiben. Das ist ja häufig der Wunsch, man will Zusammenkünfte haben, man will vielleicht sich im Namen der Kinder mit anderen, man will da Geburtstage oder Treffen vereinbaren und da ist natürlich wichtig, dass man eine E-Mail-Adresse und Telefonnummer kennt und das kann man in ein Profil eintragen oder auch weitere Informationen. Für die Profile ist jeder selbst zuständig und was er da einträgt natürlich auch und das werden wir also am Beispiel zeigen. Wenn man jetzt an Kindergarten oder Grundschule denkt, da werden viele Eltern den Begriff Portfolio kennen. Portfolio, eine Mappe, wo eben Werkstücke, Blätter oder was auch immer reinkommen. Und da kann man dann hinterher den Lernfortschritt der Kinder anschaulich machen. Sowas kann man natürlich auch, wenn das mit Fotos oder mit kleinen Textbeiträgen geschieht, das kann man natürlich auch im Kindergarten, in der Schule machen. Und dann hat man den Vorteil, dass man eben auch an Orten, wo man mal nachschauen will, vielleicht auch im Elterngespräch, mal schnell auf das Smartphone zugreift und schaut sich das an, wenn man eben die Berechtigung hat, diese Daten einzusehen. Der Kindergarten, der kann, und das wird auch ein wichtiger Punkt sein, und deshalb ist auch Textverarbeitung wichtig, dass man die vorher kennt, der Kindergarten wird Materialien bereitstellen, zum Beispiel den Elternbrief oder Begleitmaterial zu Projekten, vielleicht auch Bilder und Videos dazu. Und das ist natürlich auch wichtig, dass man in dieser Veranstaltung lernt, wie man sowas dann erstellt und eben auch bereitstellt. Das Erstellen ist weniger das Problem, sondern ich habe was und wie kriege ich es dann auf die Informationsplattform. Die geeignete Form der Bereitstellung ist in diesem Zusammenhang auch wichtig. Wann wähle ich die Form Datei, also Text von Word oder PDF? Wann wähle ich einen Link, wenn ich also irgendwo anders was gefunden habe, was ich also hier praktisch mit einem Klick für jeden anderen, der darauf zugreifen darf, verfügbar machen will? Oder wann nehme ich da eine Informationsseite oder eine Webseite? Ich habe jetzt Seite bewusst ausgesprochen, damit ist jetzt nicht die Website gemeint, also die ganze Website, sondern ein Teil davon, wo man also im Prinzip einen Text geschrieben hat, der bestimmten Gruppen zugänglich gemacht werden soll. Im Zusammenhang mit dem Portfolio ist natürlich wichtig, da braucht man für jedes Kind eine eigene Mappe, wo also auch nur Erzieher und Eltern darauf zugreifen können. Vielleicht das Kind selbst, wenn es also schon in der Grundschule ist und schon weiter ist mit dem Verständnis, dann hat man diese Mappe und das Verzeichnis und da kann man dann eben sehen, was liegt da vor, gibt es da beim Malen oder bei irgendwelchen Werkstücken, die man also bildlich dokumentieren kann. Besonderheiten, Lob oder was auch immer. Und das ist natürlich Grund, so eine Mappe anzulegen. Wichtig sind natürlich auch in diesem Zusammenhang Aktivitäten kennenzulernen. Da gibt es häufig Dinge, die müssen abgestimmt werden, Umfragen. Man will vielleicht in einem Forum den Abschluss besprechen oder die Sommerfeier oder was auch immer. Man will vielleicht Aufgaben verteilen, wer macht was in der Weihnachtsfeier. Oder man will nur ein Dokument haben, was bestätigt, dass die Eltern bestimmte Regeln zur Kenntnis genommen haben. Sei es das Mitgeben von bestimmten Nahrungsmitteln, die vielleicht im Kindergarten unerwünscht sind, oder von Spielzeug, was nur an bestimmten Tagen mitgebracht werden. Das kann man also in solche Regeln oder Ordnungen packen. Und da will man natürlich, dass die Eltern von Kenntnis nehmen. Und mit Hilfe so eines Tests kann man das natürlich leicht nachvollziehen. Ein Wiki, das ist die Kür, muss nicht jeder haben, aber jeder, der im Internet recherchiert, wird früher oder später auf die Wikipedia stoßen und da wird man natürlich sehen, so ein Verknüpfen von Informationen, das kann man natürlich auch im kleinen Bereich machen, wenn es darum geht,
Projekte im Kindergarten zu dokumentieren. Das sei zu den Aktivitäten gesagt. Nach der Beschreibung des Inhaltes, da kommen wir jetzt auf die Dauer. 4 Stunden soll die Präsenzveranstaltung lang sein. Es ist Blended Learning. So heißt das, wenn man die Präsenzzeiten mit Online-Anteilen mischt. Vor dem Seminar kann man sich vorbereiten. Da werden Materialien bereitgestellt, die so ein bisschen auf das Thema hinführen, einen theoretischen Hintergrund untermauern. Dann kommen die 4 Stunden und danach hat man dann noch eine Woche Zeit, sich damit zu beschäftigen. Das ist also auch im Seminarpreis inbegriffen. 476 Euro soll das kosten, also inklusive Mehrwertsteuer, muss man ja im Internet immer einschließlich nennen. Die Reisekosten für den Seminarleiter, die kommen noch dazu. Man kann dazu sagen, es gibt auf Antrag, der relativ formlos gestellt werden kann, bei den Landesmedienanstalten gibt es Zuschüsse bis zu 50%. Das heißt, nehmen Sie also dort Kontakt auf, wenn Sie die Medienkompetenz in Ihrer Einrichtung fördern wollen. Und dann wird man Ihnen sagen, was ist da notwendig, damit Sie also möglicherweise diesen Kostenanteil halbieren. Ort und Termin machen wir nach Absprache. Es macht Sinn, dass man das immer nur für eine Einrichtung macht, weil es werden ja da in dem Seminar möglicherweise auch vertrauliche Dinge angesprochen und da ist es nicht gut, wenn da noch Mitarbeiter von anderen Unternehmen oder von anderen Einrichtungen anwesend sind. Die Geräte können selbst mitgebracht werden oder sollen selbst mitgebracht werden, sind ja meistens schon PCs oder Notebooks vorhanden, aber es gehen natürlich auch Tablets oder Smartphones der Teilnehmer, wenn man damit schon umgehen kann. Das heißt, man weiß, wie man damit im Internet Informationen aufsucht, wie man surft, wie man eine Webseite aufruft und so weiter. Wenn man das kann, dann ist das natürlich optimal. Ansonsten, wenn man selbst was erstellen will, ist natürlich ein Notebook am geeignetsten und wichtig ist natürlich in dieser Einrichtung, es muss dort auch einen Zugang zum Internet geben, damit wir diese Plattform dann auch aufrufen können. Aber das wissen Sie ja selbst, ob das möglich ist. Bis zu 10 Teilnehmern, das macht Sinn, sonst wäre es unübersichtlich. Damit ist dann alles Wesentliche fürs Erste gesagt. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, rufen Sie mich an oder besser schicken Sie mir vorab eine E-Mail und dann kann ich mit Ihnen Kontakt aufnehmen und die offen gebliebenen Fragen klären. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.